Hey ho, heute machen wir einen Kartoffelwürstchen-Fleischeintopf in Anlehnung an Bernd, an seinen Grombeerentopf, den er auf GMF gemacht hat. Und ja, anfangen tun wir jetzt hier heraus, weil da tun wir versuchen, ein paar grobe Bratwürste erst einmal schön vorzuräuchern, dass sie ein bisschen Rauchgeschmack annehmen und das Ganze in der Weberkugel. Danach gehen wir kurz rein, da machen wir dann ja die Feinarbeiten, Topfschichten und. Und später dann in der Krota, in der Grillkota geht es dann weiter, da wird das Ding dann befeuert. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Weberkugel. So Freunde, ich habe mir hier diese Räucherbox geschnappt, die war damals beim Gasgrill mit dabei und da schnappe ich mir jetzt von drüben aus dem Raketenofen ein paar glühende Kohlen, so ein, zwei Stück, und dann gucken wir mal, ob das Ganze so funktioniert, dass wir die Würstchen räuchern können. Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Ja Leute, 2-3 Minuten später fängt schön zum Rauchen an. Ja, und so lassen wir die Würstchen jetzt erst einmal eine gute halbe, dreiviertel Stunde mindestens im Rauch liegen, wenn nicht sogar noch länger. Und dann werden sie natürlich später noch angegrillt. Dann erst geschnitten und kommen mit in den Topf rein. So Freunde, circa 2 Stunden waren sie jetzt im Rauch. Ja, leicht geräuchert riechen sie. Jetzt kommen sie noch mal raus. Und so lassen wir die Würstchen noch kurz liegen, bevor wir sie dann auf direkter Glut drauf tun und so denen noch ein bisschen Farbe geben. So Leute, durch den Schub, dass ich da jetzt eben diese Pellets und Chips noch direkt über die Glut habe, haben die Würstchen noch mal richtig gezogen an Rauch. Und jetzt legen wir sie noch direkt drauf, dass sie noch ein bisschen mehr Farbe kriegen und so nachher im Topf dann auch gut ausschauen. Die grillen wir jetzt noch ordentlich an und dann kommen sie wieder raus und dürfen erstmal noch abkühlen. Und so Leute, also die Würstchen müssen nicht einmal hundertprozentig durch sein, innen heiß. Das ist gar nicht notwendig. Hier geht es ja jetzt eigentlich wirklich nur darum, dass sie eine schöne Optik haben, dass sie nachher, wenn sie in Stücke geschnitten sind, im Topf dann hinterher auch noch gut ausschauen. Und nicht so blasse Dinger da drin liegen. Dann nehmen wir sie dann gleich raus und da können sie dann abkühlen. Weil bis wir das andere Zeug alles jetzt geschnitten haben, dürften die dann abgekühlt sein. Tja, und gut. Und dann sehen wir uns drinnen wieder. Dann kommen wir so langsam jetzt zu der mächtigen Übersicht. Zwiebeln schon geschnitten. Kartoffeln, geräucherten Bauchspeck, also Bacon, die Würstchen, Lorbeerblätter ganz, Schweinenacken, so in Würfelchen geschnitten,
habe ich selber geschnitten, war ein ganzes Stück. Den Topf habe ich mit Becken ausgelegt. Dann habe ich hier hinten noch ja wieder so eine angesetzte Suppenbrühe. Wer will, kann sich die Brühe komplett selber machen. Ich habe wieder ja, die gute alte Gefro genommen, eine saure Sahne, ein Schmand und Creme Fraiche habe ich dann für das Topping, wie es der Bernd so schön in seinem Video genannt hat. Ja, und dann steht hier hinten noch Rotwein, ein Weißwein, der natürlich zufälligerweise auch aus Rheinhessen ist. Ja, also ich würde mal sagen, wir kommen diesen Grombeerentopf ziemlich nahe. Da bin ich ja gespannt, was Smoking Beast Barbecue unter das Video dann drunter kommentiert. Einzig und allein jetzt von dem Gewürz nehme ich was anderes, und zwar den One for All von Klaus. Ich finde, der dürfte hier verdammt gut passen. Jetzt würzen wir einmal den Nacken ordentlich durch. So, wunderbar. Stellen wir den gerade hier rüber, den brauchen wir nachher gleich. Dann der Unterschied zwischen einem Bacon von irgendwo anders und dem vom Lidl. Der vom Lidl, das ist halt richtig schön dick, und der andere, ja, hier kann man schon wieder durchschauen. Ja, also deswegen habe ich eigentlich immer den vom Lidl. Ist zwar jetzt wieder Werbung, aber mir egal, ich finde den Bacon einfach am besten. Aber habe ich halt jetzt leider nicht ausschließlich. So, tun wir unten ein paar Kartoffeln rein, erst einmal. So, die Hälfte von denen. Mengenangaben, Leute. Mengenangaben. So. Moment, da richte ich die Cam nämlich jetzt ganz kurz auf mich. Die Mengen dazu. Ey. Freie Schnauze. Wirklich bloß wieder freie Schnauze. Ich habe einfach ja, ein paar Würstchen eingekauft. Den Bauchspeck eingekauft, ein Stück Schweinenacken mitgenommen, Kartoffeln habe ich zu meinem Schatz gesagt, ja, die reichen vollkommen, ist Gemüse, und ja, Zwiebeln habe ich auch ganz pauschal mal 1,5-2 Stück geschnitten, allerdings die großen, und es muss einfach ausreichend sein, dass der Topf hinterher schön gefüllt ist. Und deswegen Mengenangaben bei mir. Also in dem Falle wieder mal nicht. So, dass es ausreicht. Ihr müsst selber wissen, wie viele Leute ihr seid, was ihr essen wollt, wie viel ihr essen wollt. Ganz einfach. Und jetzt gehen wir wieder hier runter. Jetzt habe ich nämlich noch schnell die Cam auch noch umgestellt. Jo. Hier tun wir auch noch ein bisschen was von dem Gewürz drüber. Also eigentlich hätten es fast Kartoffeln ein paar mehr sein können. Nee. Nee, zu viel Kartoffeln sind ungesund. Aber ein bisschen Gewürz können wir noch drüber tun. Ich glaube, muss ich nachfüllen. Hier unseren gewürzten, gewürfelten Schweinenacken reinfüllen. Ich glaube, auch bei noch mehr Kartoffeln wird man den Topf total überfüllen. Und das wollen wir ja nicht. Nein, ganz und gar nicht. So. Dann kommt unser Bauchspeck mit hinein. Das müssten, naja, machen wir doch eine Mengenangabe, um die 600 Gramm gewesen sein auch. So,
zwischendrin schnappen uns Lorbeerblätter. Bernd, tut mir leid, aber ich muss sagen, ich bin nicht so drauf, ich hätte es fast gesagt, so doof, und tu die klein bröseln, weil so kann man sie hinterher noch ordentlich rausfischen und beißt nicht dauernd auf irgendein zerbröseltes Lorbeerblatt. Ist mir wesentlich lieber und angenehmer. So. Ich denke, das sollte ausreichen. 1, 2, 3, ganz viele. Dann. Oh, jetzt eigentlich hätte ich ja über die Kartoffeln gleich die Brühe schütten wollen. Machen wir jetzt hinterher, so dass die halt ja ein bisschen Brühe haben. Das sollte ausreichen. So. Nochmal Zwiebeln oder Würstchen zuerst, das kann jeder für sich entscheiden. Ich entscheide mich jetzt mal für ein paar Zwiebeln. Die habe ich mit Absicht nicht so klein geschnitten. Dieses Mal einfach ja, größer. Mächtig viel Zwiebeln, jawohl. Die lassen ja dann auch noch aus. So, dann kommen die Würstchen rein. Und ey, ich kann es euch sagen, die riechen lecker vom Räuchern her. Wir sind jetzt noch nicht einmal alle. Aber soll ich euch was verraten? Ich schneide jetzt noch schnell die restlichen vier Würstchen und schmeiße sie damit rein. Und ja, danach hole ich euch wieder hinzu. So, Würstchen geschnitten, hole ich euch doch wieder dazu noch zum Reinschmeißen. Jetzt habe ich alle Würstchen rein. Wir wollen hier keine Gemüsevergiftung durch die Kartoffeln haben. Deswegen müssen wir die mit reichlich Fleisch neutralisieren. So, dann noch die restlichen Zwiebelchen drüber. Kartoffeln nochmal. Den Rest halt. Und dann nehmt ihr euch den Rapp, mit dem ihr auch das Fleisch wieder gewürzt hattet. In dem Falle den OVA, OVA vom Klaus. Ja, ich habe mir gerade noch das Beutelchen geholt, dass wir hier einfach noch ein bisschen was drüber streuen können. Fertig. Ja, hier ist bloß noch so ein kleines Schlückchen drin. Ja, dafür haben wir hier noch eine komplett volle Pulle. Das muss jeder für sich entscheiden, wie viel er da rein tut. Das reicht. Knappe halbes Fläschle auch. Dann klappen wir den kompletten Bacon nach innen und danach können wir auch schon mit dem sogenannten Topping anfangen. Aber da hole ich euch dann gleich wieder hinzu. Sobald ich mich des Handschuhs entledigt habe. Ja,
habe ich eigentlich schon gesagt, dass das ja heute das Geburtstagsessen von meinem Schatz ist? Naja. Gut, dann hauen wir den Schmand, die saure Sahne und na, was haben wir noch gehabt? Das andere Zeug halt rein. Was war das? Die saure Sahne. Vielleicht fällt es mir ja noch ein, bevor ich den Becher in die Hand nehme. Schmand, saure Sahne. Was war es denn noch? Oh, Creme Fraiche, Menno. So. Hier tun wir dann noch an Pfeffer rein. Gut ist. Ja, ziehen den Topf ins Kamerabild. Fischen uns wieder nach dem Löffel. Na. Herrschaft, Zeit, Blut, Sakrament. Ja, und dann? Blub, 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 blub. Tun wir hier unser Topping drüber. Mann, jetzt hätte ich fast die volle Flasche noch runtergeschmissen. Ja, hantiere ich halt jetzt ein bisschen vor der Cam rum. Können wir jetzt auch nicht ändern. Ja, schön gleichmäßig verstreichen, hat er gesagt. Dann tun wir das halt. Oh, ich glaube, der Bernd wird stolz auf mich sein. Topping, ganz gut. Lecker. Tja, Leute. Deckel drauf. Und jetzt für 2 bis 2,5 Stunden, sagen wir mal 2 Stunden auf die Glut. Dann noch in der letzten halben Stunde oben noch Glut mit drauf. Und dann müsste es nach circa 2,5 Stunden gut sein, genießbar sein, essbar sein, lecker schmecken. Aber das sehen wir dann draußen in der Grillkota. So Leute, das Schöne halt hier an der, oder an der Feuerstelle in der Grillkota. Esse, wie es der alte Mann, der dort zum Sagen pflegt, ist halt, man kann die Kohlen hier schön zusammenschieben. Die gehen nicht aus, weil ja von unten schön die Frischluft kommt. So. Dann feuern wir. Lässt du das? Da haben wir unsere Anzünderle unten rein. Schieben wir einfach die Schublade zu und lassen die Kohlen erstmal schön anglühen und dann stellen wir den Topf drauf. Er filmt mich jetzt natürlich mit der Kippe in der Hand. Entschuldigung. Nee, her mit der Kippe. Ja, solange das Essen hier nicht drin ist. Okay, eigentlich ja nicht in der Grillvideos mit der Kippe, aber Björn ist schuld. Genau, ich habe mir einfach die Kamera geschnappt. Ja, 2 Neuerungen habe ich noch hier, Herrin. Ja. Heute einmal hier oben die Uhr. Alle Uhr mit Datumsanzeige und Temperaturanzeige gegönnt. Und dann habe ich mir noch was gegönnt, weil ja einige geschrieben haben, wo schon Erfahrungen mit Grillkotas haben, ob es nicht an der Beine zu kalt wird. Um dem im Vorfeld entgegenzuwirken, haben wir hier einen kleinen Heizlüfter mit Rotation. Ich habe doch den ausgeschalten gehabt. Der mit der läuft auf Dauerstrom, da unten ist der Hauptschalter. Du hast nur das Gebläse aus. Ja.
Und ja, den kann man dann, soll es wirklich zu kalt werden an der Füße oder eben zum Anheizen, kann man den einschalten. Er hat auch Thermostat mit drin, wenn Temperatur erreicht ist, schaltet er ab, kann man stufenlos regeln. Ja, ganz einfach. Gut, jetzt warten wir. Beziehungsweise, okay, wir lassen jetzt die Kohle noch anfeuern, anglühen und dann darf der Björn den Topf holen. Ja, den leckeren gefüllten Topf. Ja, weil der ist nämlich bockschwer. Jo. Okay. Bis später. Björn habe ich jetzt den Topf holen geschickt. Schauen wir mal, was er sagt, wenn er kommt. Also das Ding ist wirklich bockeschwer. Die Kohlen glühen mittlerweile schon. Recht ordentlich. So, die zwei legen wir noch außen rum. Also hier in der Kota kann es natürlich auch sein, dass wir öfters Kohlen nachfüllen müssen. Aber auch das sollte kein Problem sein. Wir haben ja die Kohlen da. Oh, da streckt meiner die Zunge raus da draußen. Ist das schwer? Nein. Nein? Ich habe nur ein bisschen Gewicht. Ein bisschen Gewicht? Ein bisschen Gewicht. Und wenn ich schon mal draufstelle? Ja, natürlich. Natürlich. Einfach durch das Ding, genau in die Mitte. So. Ja, ein bisschen blöd jetzt, weil das Ding halt etwas tiefer hängt, aber es hilft nichts. So zieht der Rauch ab. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? 2 Stunden, 18.10 Uhr haben wir es. Dann bis 10 nach 8 lassen wir es jetzt einfach so draufstehen. Und dann tun wir noch oben ein paar Kohlen rein drauf und dann 9:30 Uhr, 20.40 Uhr wäre es dann eigentlich rein rechnerisch soweit, dass wir essen können. Genau. Und dann sehen wir uns auch wieder. Weil zwischendrin jetzt in den Topf reinschauen, das bringt gar nichts. Tja Leute, 10 nach 8 und ich habe Oberhitze gegeben. So Leute, das ist soweit fertig. Genau, wie gesagt, 2,5 Stunden. Eine halbe Stunde mit Oberhitze und ja, ich gehe mal zweiten anschauen. Jo. Dann wollen wir mal den Deckel lupfen. Die Spannung steigt. Wird es gelungen sein? Wird es doch sein? Ich habe keinen Plan. Es geht. Doch, das passt schon. So, den Deckel tue ich hinaus. So, mein Schatz, hast du was mitgebracht, mit was man das raustun kann? Ich konnte nicht mehr tragen. Da muss irgendjemand springen. Und so lange müssen wir uns noch gedulden. Während noch das Werkzeug geholt wird, mache ich schon mal das Kartoffelprobiererle, ob die, was oben drauf sind, durch sind. Heiß. Geil. Ich habe ein Würstchen gefunden. Ein Würstchen. Was guckst du? Ja, komm mal drüber ins Bild. Nachher, ich habe nichts zu probieren. Ach so, er hat nichts zu probieren. Schwer. Heiß. Schwer heiß. Also der Rauchgeschmack vom Räuchern vorher kommt richtig geil raus. Das kann bloß schmecken. Jetzt warten wir noch aufs Werkzeug und wer hockt hier mit drin?
der Pilot. Servus. Und wenn wir Glück haben, sehen wir einen Baggerfahrer heute auch noch. Gut, aber jetzt warten wir aufs Werkzeug. So, Leute. Schatzi wird jetzt austeilen. Ah ja, und der Bulldog-Fahrer ist auch da. Servus. Der Spaten auch. Dich haben wir jetzt übersehen. Stimmt, ich bin ja mal doof. Ist da auch ein Fleisch drauf? Ja, genau. Ja, Leute. Moment, das muss ich doch anders präsentieren. So, Freunde. Und jetzt präsentieren wir es richtig geil, nämlich so. Also, ihr seht es, die Würstchen, dadurch, dass wir die noch geräuchert haben und angegrillt haben, haben die eine richtig geile Farbe bekommen. Und ja, sehen hier drin richtig gut aus. Und jetzt haben wir das mal richtig gescheit probiert. Würstchen haben wir ja gerade gehabt. Heiß ist es immer noch. Aber geschmacklich ist das mal richtig genial. Danke. Wir sehen uns nachher noch zum Fazit, aber jetzt essen wir erst einmal. Schauen wir denen doch auch beim Geschmack und Fazit zu. Und? Fleisch war gut und warm, das ist heiß. Schmeckt. Ja. Sascha, dein Teller steht schon da drüben. Ah, okay. Nee, das ist meiner. Das ist deiner? Ja, das ist. Er kriegt auch gleich seinen Teller. Besteck wird weitergegeben. Guck mal, ob die Kartoffeln wirklich so heiß sind wie der Jackie, der gerade behauptet hat. Hoffentlich verbrennst du deinen Gosch. Frecher Hund. Ich konnte nämlich nicht zählen von mir. Und? Einmal frei. Aber perfekt, oder? So. Einmal frei. So. Aber jetzt essen wir erst einmal und dann machen wir das Fazit. So. Da will uns einer verlassen. Also dir hat es einwandfrei geschmeckt, gemundet. Einwandfrei passt. Irgendwelche Verbesserungsvorschläge zum Essen? Oh, einwandfrei. Hat es da geschmeckt? Yep. Wunderbar. Passt. Gut, wir sehen uns. Was sieht ihr? Tschaikowski. Servus. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen tschüss. Dank. Ja, tschüss. Ja. Ja, dann machen wir doch gleich noch mit dem Fazit weiter. Björninov. Was? Ja, komm her. Muss schon herkommen, zum Rest gehe ich nachher hinüber. Ja, genau. Ja, komm vorbei. Oh, der drückt mich an die Wand, hey. Ich sag nur. Ja, ja. So. Was soll ich dir jetzt sagen? Du hast wieder nicht am Telefon gespielt, hast mich wieder nicht angerufen, es hat trotzdem geschmeckt. Was soll ich sagen? Mit dem Gruß an Dirk, oder? Mit dem Gruß an. Mit dem Gruß an den alten Mann, genau. Dirk, okay. Schmeckt auch, wenn er nicht anruft. Tja, jetzt hat das er endlich begriffen. Wieso endlich? Du hast, doch immer behauptet, du hast doch immer behauptet, ich könnte nicht. Du hast mich vor 4 Wochen, das habe ich so nicht gesagt, aber ich habe das vor 4 Wochen schon klargestellt. Geschmacklich die geräucherten Würstchen? Hervorragend. Das ist die ganze Komposition eine Bumm-Explosion im Mund. Also haben wir das vom Bernd gut nachgebaut. Ein bisschen anders, aber schmeckt. Ja, also ich fand's super. Ihr da drüben, wollt ihr noch was dazu sagen? Egal was. Sehr gut geschmeckt. Na also. Ich fühle mich wieder so gut. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, beenden wir dieses Video, damit es nicht wieder so ausufert wie die letzten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Was das ist, ob wir das vielleicht nicht schon morgen drehen, keine Ahnung, wir werden sehen.
Also dann, ciao. Winke, winke. Der schläft schon wieder. No picture.